Und das sind die Themen der heutigen Sendung. Waldbrand gestern Nachmittag im Raum Gusswerk. Pressekonferenz zum neuen Wohnbau auf den Kirchengründen in Bruck. Und die Breitenauer Bahn ist wieder unterwegs. Ein Waldbrand ist gestern Nachmittag in der Nähe von Gusswerk im Bezirk Bruckmürz-Zuschlag ausgebrochen. Die Löscharbeiten gestalteten sich sehr schwierig. Einsatzkräfte wurden von zwei Hubschraubern in das unwegsame Gebirge gebracht. Rund 500 Quadratmeter Boden waren betroffen. Im Einsatz standen am späten Mittwochnachmittag laut Feuerwehr rund 40 Helfer der Freiwilligen Feuerwehr Gusswerk sowie Spezialkräfte des Feuerwehrflugdienstes Steiermark Ost. Neben der Trockenheit wird ein Blitzschlag als Auslöser für den Brand vermutet. Leben und Wohnen, Brucker Stadtvisionen. Es reimt sich und wohnt sich in der Bezirksstadt. Dafür sorgt auch das Team der Brucker Kommune. Und man zieht jetzt schon Bilanz. Ja, wir haben uns ja in diesem Prozess, wohin glauben wir, wie sich die Stadt Bruck entwickeln und was wollen wir unterstützen, haben wir gesagt, Bruck wird in den nächsten 15 bis 20 Jahren die Wohnstadt der Obersteiermark. Und da setzen wir natürlich Akzente, unter anderem heute mit der Belebung eines ganzen Quartiers. Vom Bund wurden ja auch beträchtliche Mittel freigegeben, mit dem Fokus auf Bruck an der Mur. Ja, absolut. Wir haben da sehr viele Investoren bei uns an Bord, öffentliche und auch private. Und wir sind sehr, sehr froh, mit der Firma Kohlbacher jemanden an Bord zu haben, der gut rechnen kann, der aber auch gut bauen kann und der mit uns gemeinsam dieses Projekt abwickelt. Kann man schon irgendwelche Erfahrungen geltend machen, Leute, die in Bruck gelebt haben, weggezogen sind, weil sie ihre Arbeitsstätte woanders haben, kommen die wieder zurück oder werden sie neue gewinnen? Ja, wir werden neue gewinnen. Da gibt es ein bisschen eine Binnenwanderung. Hier werden ungefähr 150 Leute eine Wohnung finden in Summe. Davon sind, sagen wir so, 70% Leute, die binnenwandern in der Stadt selbst, werden auch wieder Wohnungen frei und der Rest ist Zuzug. Und ich darf sagen, Bruck ist die einzige obersteirische Stadt, der ein leichtes, moderates Bevölkerungswachstum prophezeit wird, also auch ein guter Boden fürs Wohnen. Ziehen die anderen Fraktionen im Gemeinderat mit Ihnen mit oder verspüren Sie irgendwie Gegenwind? Überhaupt nicht bei diesem Thema. Das ist ein Thema der Stadt Bruck. Da sollte überhaupt Parteipolitik hintanstehen. Und Wohnraum, qualitativen Wohnraum, leistbaren Wohnraum zu schaffen, ist eine Zukunftsfrage der Stadt Bruck. Und da sind alle Fraktionen mit an Bord. Aber es ist doch ein ständiger Kampf um das Geld. Es ist selbstverständlich ein Kampf um das Geld. Und es ist jeder Euro doppelt sozusagen umzudrehen, bevor man ihn ausgibt. Aber das ist auch richtig, denn wenn es einmal ein bisschen enger wird in der Kasse, dann muss man sich wirklich überlegen, was mache ich, warum. Welche Fragen werden Ihnen als Neobürgermeister der Stadt Bruck am häufigsten gestellt, wenn es um die Lebensqualität geht? Naja, da gibt es das eine oder andere Projekt. Natürlich sind Infrastrukturfragen ganz wichtige. Die Straße, natürlich ist die Straße für jeden Anrainer dort die wichtigste Straße, die es gibt. Aber da gibt es natürlich auch Prioritäten zu setzen und für das eine oder andere ein Verständnis zu ersuchen, dass wir nicht alles sofort umsetzen können. Ein erfahrener und verlässlicher Partner wurde mit der Kohlbacher GmbH gefunden. Es gibt viele Gründe, sich Eigentum aus einer Hand anzuschaffen. Ich erinnere mich an eine Zeit, wo der Slogan galt, wenn man bei Kohlbacher einzieht, zieht man in das Land des Glücks, des Wohnglücks. Es ist ein positiver Spruch, diese Zeit gibt es immer noch. Also wir haben sehr viele zufriedene Kunden. Und insbesondere fühlen wir, glaube ich, oder können sich mit uns sehr viele junge Menschen den Traum vom Eigentum, vom leistbaren Eigentum erfüllen. Und ich glaube, dass in einer Zeit wie dieser, wo eben dieses Eigentum schaffen, glaube ich, sehr im Vordergrund steht, ein sehr wichtiger Aspekt. Was sind die Hauptbeweggründe, dass jemand sagt, ich will hierher ziehen? Ich habe vorhin in der Pressekonferenz schon kurz ausgeführt, es sind circa 20% bis 70% sind bestehende Brucker Bürger, die bei uns hier gekauft haben, für die wir bauen dürfen und circa ein schwaches Drittel sozusagen ist Zuzug. Das heißt, der Großteil sind bestehende Brucker, die hier in dieser lebenswerten Stadt eine Wohnraumverbesserung sozusagen vornehmen oder diese Eigentumsschaffung im Vordergrund steht. Wohin geht denn eigentlich wirklich der Trend? Eigentum, Kaufmiete oder Miete? Wir besetzen das Segment Eigentum.
Dieses Segment ist meiner Meinung nach eine Ergänzung zu den von Ihnen anderen angeführten Eigentumsformen, also auch Miete und Mietkauf hat natürlich seine Berechtigung. Für uns, oder ich glaube, dass auch für Bruck diese Eigentumsobjekte hier eine sehr gute und sinnvolle Ergänzung sein, insbesondere dahingehend, dass eben die Leute hier Eigentum schaffen können und somit eine verstärkte Identifikation zu ihrer eigenen Stadt haben. Auf die Plätze, fertig. Der Ferienbeginn startete für die Brucker Kids gleich mit einem nostalgischen Erlebnis. Denn mit der Aktion Ferienpass stand eine Fahrt von Mixnitz in die Breitenau mit der alten Schmalspurbahn auf dem Programm. Ein Angebot, das sich viele Kinder und auch Eltern nicht entgehen ließen. Wir haben eine große Freude, dass heute ca. 80 Kinder hier teilnehmen beim 9 Uhr Zug, beim ersten in der Früh. Und weil man Kindern die Freude bereiten kann, das ist ganz was Besonderes. Die Breitenauer Bahn gibt es jetzt schon eine Zeit schon. Es ist ja wahrscheinlich auch nicht immer leicht, so etwas aufrechtzuerhalten. Unser Verein gibt es jetzt 10 Jahre, wir haben bald die 10-Jahres-Feier und das aufrechtzuerhalten funktioniert nur, wenn man genügend Clubmitglieder hat und die haben wir Gott sei Dank, weil wenn es einmal regnet, gibt es keine Fahrteinnahmen, fährt auch niemand und damit ist es durchaus schwierig, diesen Betrieb hier zu machen. Bereits zeitig wurden alle Vorbereitungen getroffen, denn Morgenstund hat ja bekanntlich Gold im Mund. Und ein reibungsloser Ablauf ist für den Verein rund um die Bahn selbstverständlich. Den Ferienpass gibt es ja schon einige Zeit. Wie lange beteiligt sich die Breitenauer Bahn schon? Ich sage einmal, seit Menschengedenken wird jetzt nicht passen, aber ich sage, die letzten Jahre sind wir sehr gerne dabei mit Bruck an der Mur und mit Neck. Heuer ist erstmals Breitenau am Zug. Pünktlich trafen die ersten Gäste ein, um sich vom Zauber dieser alten Bahn berauschen zu lassen. Die Breitenauer Bahn ist ja aber nicht nur für den Ferienpass für die Kinder da, da gibt es ja darüber hinaus ja auch. Ich glaube, da gibt es ja relativ viel, was man eben rund um die Breitenauer Bahn sagen kann, beziehungsweise auch, wie man sie auch verwenden und nutzen kann. Wir haben 6 Betriebstage, heute ist einer davon, aber die anderen Tage gibt es Ausstellung dazu oder es gibt ein spezielles Thema, das Zugpferdetreffen am Pfingstmontag ist ein Highlight. Also unsere Fahrten sind immer mit Programm, dass man außer der Zugfahrt auch noch was bieten kann. Mit alles einsteigen, Zug fährt ab, ging es in gemäßigtem Tempo vom Bahnhof Mixnitz in Richtung Breitenau. Heute war es sonnig, aber nicht so heiß wie in den letzten Tagen. Morgen gibt es ein ähnliches Bild wie heute mit Wolken und Sonne und Höchstwerten um die 27 Grad.